So, da bin ich mit meinem Let's Play Project Zero 2 Crimson Butterfly. Und ich muss den Geist da oben jetzt einfach aktivieren. Also halt sei, dass sie hochkommt. Dass sie auftaucht, die Katzin. Ich muss die aktivieren. Ob ich will oder nicht. Ja, wir kennen sie. Das ist nicht Mayu. Das ist bestimmt nicht Mayu. Denn die würde nicht einfach stehen bleiben und auf dich zugehen. Hallöche! Was? Was ist jetzt passiert? Wo bin ich? Die Tür ist verklemmt, sie rührt sich nicht, egal was ich ma egal was du machst. Dann bleibst du noch diese Tür, oder? Und wo bin ich jetzt? Okay. Oh, Jemine. Und wo bin ich jetzt? Okay. Was denn? Oh nein. Mio? Come on, Mio. Open the door. Bestimmt nicht. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Schloss ist die Geburt eines Baumes. Ein Baum? Jetzt? Ich kann ja nicht mal speichern und du. Auf dem Regal liegt ein kleiner Schlüssel. Baumschlüssel. Ein Wappen mit dem Baum ist auf dem Messingschlüssel graviert. Da ist eine Puppe auf dem Regal, an die eine rote Kordel gebunden ist. Der Kimono sieht genau aus wie dem bei dem Geist, den du gerade gesehen hast. Oh. Why did you leave me back then? Nein. Was mache ich jetzt? Ich will das Ganze nicht nochmal machen. Okay. Sie steht nicht vor der Tür. Doch. Nein. Game over. Nein. Okay. Leute. Ich muss das jetzt ganz kurz verkraften. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Ja. Ich bin gespannt, wie oft ich jetzt versagen will. Okay. So, ich glaube, Katzen kann ich nie überspringen, oder? Doch. You won't leave me alone again. Ja, sie geht automatisch durch die Tür. Keine Ahnung, wo die ist.
Darf ich bitte was sehen? Na. Halt die Goschen. Nein! Geh weg, du Katzin. Interessiert niemand. Habe ich schon gesehen. Also falls jetzt, ja, die Tür ist verschlossen, auf dem Schloss ist eine Krone eines Baumes. Falls jetzt denkst du, wieso öffnest du deine Scheiße die Tür nicht? Pass auf, ich zeig's euch. Die Tür ist verklemmt, sie wird sich nicht, egal was du machst. Und außerdem wendet diese Tür sowieso gar nicht meine Schwester, sondern eher sei. Okay. So, auf dem Regal liegt ein kleiner Schlüssel. Baumschlüssel, ein Wappen ist mit einem Baum ist auf dem Messingschlüssel graviert. Da ist eine Puppe vom Regal, an die eine rote Kordel gebunden ist. Der Kommode sieht genau aus wie bei dem Geist, den du gerade gesehen hast. Oh, bitte nicht. Okay, durchatmen und los. Geh weg, 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 geh weg. Die Tür ist verschlossen. An dem Schloss ist die Gravur eines Baumes. Verwende den Schlüssel, du hast das Schloss mit dem Baumschlüssel geöffnet. Und dann geh rein, geh, öffne die Tür, öffne sie, geh, geh, lauf, 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 lauf. Katzin. Okay. Katzin. Ja, genau. Meinst du, wenn du dich versteckst, dass es dann vorbei ist, oder was? Mio, die ist Geist, die kann ich doch fühlen. Oh. Nein, ich bin immer noch da. Mio, pst, pst, pst. Beweg dich kein Stück. Schluss. Siehst du die Tür wieder gegangen? Scheint wohl so. Oder auch nicht. Obwohl, würde keinen Sinn machen. Was soll ich denn da drin? So, was ist denn in dieser Tür? Die Tür klemmt. Kalte Luft strömt durch die Spalten an der Tür. Ob sie nun draußen, na, ob sie nach draußen führt? Was ist das denn? Auf dem Regal steht eine einzelne Puppe. An dem Mechanismus sind zwei Köpfe, wenn zwei Knöpfe funktioniert, ist vielleicht wie bei den anderen Mechanismen. Okay, wir müssen zurück in die Höhle des Löwen. Juhu! Sei. Ich komme dir entgegen. Ja, dreh dich immer wieder zur Tür um, weil das ja ist. Nein, ich bin's nicht. Du hörst einen Geist. Nur ein Geist öffnet die Tür. Ich bin's nicht. Auf dem Regal steht eine Puppe in einem weißen Kimono. Puppe mit Kordel. An ihrer rechten Hand befindet sich eine rote Kordel. Okay, gleich sehen wir wie vorhin. Ja, schön, dass du gewartet hast. Auf wen auch immer. Auf jeden Fall nicht auf mich. Sei, 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 verschwind doch! Gott, oh Gott, oh Gott, sie kommt gleich wieder. Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Okay. Du stellst die rote Kordelpuppe auf den Mechanismus. Der Mechanismus läuft jetzt. Okay, ich muss sie wahrscheinlich wieder dazu bringen, dass sie sich anschauen. Linker Knopf. Rechter Knopf. Linker Knopf. Linker Knopf. Rechter Knopf. Rechter Knopf. Gut. Von der linken Tür kam ein leises Geräusch. Es klingt, als wäre sie offen. Dann geh durch.
Darf ich steuern? Nein, Cutscene, verdammt. Sei, richtig? Nein, ich bleibe nicht bei dir. Niemals. Tschüss, Sei. Tschüss. Ich wünsche dir viel Spaß. Oh, okay, gut. Wir sind auf der anderen Seite, auf der Tür, die die ganze Zeit verschlossen war. Auf der anderen Seite, weil die Tür die ganze Zeit verschlossen war? Von der Tür die ganze Zeit verschlossen war. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt auf der anderen Seite sind, dann können wir eigentlich unsere Kamera wiederholen, oder? Oh Gott, bitte. Aber als allererstes brauche ich einen Speicherpunkt. Und den finde ich wo? Puh. Ja. Pff. Wo finde ich denn den jetzt? Was ist das hier eigentlich? Schiebetürraum? Treppenaufgang. Ja, ein Treppenaufgang ist wahrscheinlich. Oh nein. Treppen runter? Nein. Treppen runter? Nein. Okay. Ich will speichern. Ich will speichern. Bitte. Türe offen und kein Geist. Bitte. Ich bin unbewaffnet. Und ich will einfach nur dieses Video beenden hier. Speicherpunkt, du bist wo? Auf meinem Weg. Okay. Cool. Danke. Ich kann speichern. Speichern ist hier möglich. Cool. Spiel speichern. Boah. Okay. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hust. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.